wunderschönen guten Morgen. Es ist ein wirklich schöner Tag im Februar und den wollte ich heute mal nutzen. Bin mal ein bisschen weiter weggefahren. Ich wollte mal wieder was Neues entdecken. Ich stehe jetzt hier an der Elbe, die da vorne fließt, und werde der aber nicht folgen, sondern diesem Flüsschen hier, was hier in die Elbe mündet. Und das ist die Sewe. An der gibt es anscheinend einen schönen Radweg, so 97 Kilometer lang, aber der Fluss ist nur 42 Kilometer lang. Aber der Radweg ist so ausgeschildert, dass er eine Seite immer bergan geht zur Quelle und dann auf der anderen Seite des Flüsschens auch wieder zurück hierher zur Elbe. Also ein richtig schöner Rundweg. Das wird bestimmt viel Spaß machen. Ja, das Wetter ist noch super, aber ich schätze, so ab Mittag wird es so langsam grau werden. Denn vom Westen kommt das Orkantief Sabine. Ich hoffe, das wird nicht zu schlimm. Aber die sagen ja schon ganz schön was Heftiges voraus. Aber heute soll es noch mal richtig schön werden. Und das wollte ich doch richtig toll nutzen. Ich hoffe, das wird schöne Bilder geben. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei. Da ist auch zum ersten Mal das Zeichen zu sehen, das blaue S. Und wenn da immer so Ring 3, Ring 2, Ring 1 steht, man kann diesen Radweg auch immer so einen kleinen Kurzetappen von ungefähr 33 Kilometern abfahren. Das kann man auch machen. Aber ich würde den einmal komplett abfahren heute. Ich bin extra früh losgefahren von zu Hause, dass ich hier auch nicht früh da bin. Die Sonne ist mal gerade aufgegangen. Ist aber wunderschön jetzt hier. Wow, klasse. Landschaftlich gar nicht so schlecht hier, obwohl man sich hier umsingelt ist von Autobahnen, der A7 und A1, die kreuzen sich hier. Man hört das zwar, dieses Rauschen, aber landschaftlich gar nicht so schlecht. Könnte sehr idyllisch sein hier, aber da links ist der Rangierbahnhof Maschen und da oben auf dem Wall ist schon die Autobahn zu sehen. Also laut ist es hier, aber landschaftlich ist es echt top. Gefällt mir.
Habt ihr das gesehen oder gehört? Da oben auf der Lampe saß ein Specht und klopfte drauf rum. Ich befinde mich jetzt hier bei Hittfeld. Bis jetzt war die Wegführung echt top. Jetzt führte immer so nur so knapp an den Ortschaften vorbei. Immer so auf Nebenwegen, durch Parks, echt top. Boah, das Wetter ist echt super. Eigentlich noch kalt, aber mir ist warm. Nun habe ich erstmal riskiert, die Jacke auszuziehen. Ja, hier ist auch ein bisschen was los. Die Gänse. So ein bisschen Frühling kommt anscheinend auf. Es ist schon ein bisschen was los. Es zwitschert und tut, ist echt schön. Ja, 17 Kilometer habe ich jetzt hinter mir und ich hoffe, der Weg geht so toll weiter wie bisher. Hier teilt sich sozusagen der Weg. Einmal Ring 3, hier kann man wieder auf die andere Seite kommen und wieder zurück zur Elbe fahren. Und Ring 2 beginnt hier und macht jetzt den nächsten Kreis von ungefähr 33 Kilometer. Ist so nicht schlecht, aber ich fahre ja komplett ab. Einmal zur Quelle und wieder zurück. Boah, ich bin echt begeistert heute von diesem Wetter. Und das Anfang Februar. Klasse, echt super. Da macht Radfahren echt Spaß. Hier befinde ich mich jetzt in Bendersdorf. Ja, man merkt langsam, man kommt in die Lüneburger Heide. Es kommen so ein paar Hügel hier. So ein paar Höhenmeter kommen wir jetzt schon mal zusammen. Aber es wird auf der gesamten Strecke nicht viel sein. Wow, echt schön hier.
schon mal so ein kleines Stück Heide. Sehr schön. Hier ist der Burg, habe ich jetzt auch hinter mir gelassen. War auch wieder gut geführt. Nicht direkt durch den Ort, echt schön. Jetzt geht es zwar hier an der Hauptstraße, aber bis jetzt immer noch top die Wegführung. Ich bin jetzt hier an der Seppener Mühle. Ja, 40 Kilometer habe ich schon geschafft. Also ist auch gar nicht mehr so weit bis zum Umkehrpunkt bei der Quelle. An Handelow bin ich nun auch schon vorbei. Aber die Wegführung geht weiter so. Echt top. Immer schöne Nebenwege durch die Ortschaften. Die streifen wir alle nur. Echt toll. Ja, von den Kilometern her habe ich jetzt die Hälfte geschafft. Also dürfte die Quelle ja auch bald nicht mehr so weit sein. Aber jetzt komme ich auch richtig rein in die Lüneburger Heide. Ja, leider ziehen jetzt so langsam schon die Wolken auf hier. Ah, schade. Aber was soll man machen? Man kann sich das nicht aussuchen, aber es bleibt ja heute noch trocken. Hier entspringt also die Seewe bei Wehlen, mitten im Wald hier bei so einem Teichen, wo auch noch ein paar kleine Bächlein zusammenfließen hier. Da startet sie also. Ja, das ist auch der Umkehrpunkt und natürlich auch ein super Zeitpunkt jetzt, um mal eine längere Pause zu machen. Leider ist die Sonne jetzt verschwunden. Schade, schade.
Jetzt geht's auf dem Rückweg. Jetzt fahre ich nach Wiesel rein. Aber nicht das Wiesel am Rhein, sondern Wiesel hier in der Lüneburger Heide. Oh. Ja, es sind eigentlich nur noch 36 Kilometer zurück. Und ich bin so auf 60 Höhenmeter. Und die Mündung liegt ja so circa nur auf 2-3 Meter Höhe. Also geht es doch tendenziell jetzt immer runter. Ist doch schön. Ja, mal sehen, wann ich die Seewe auch mal wieder sehe. Das ist ja mal wieder das schöne Schild, das berühmte Schild hier, Radwegschäden, aua, Wurzelschäden, so wie ich das sehe. Hier in Holm, an der Holmer Wassermühle, habe ich die Seewe ja auch wieder gesehen. Ja, die ist da auch schon wieder ganz schön breit. Ja, bis dahin war jetzt ein ganzes Stück immer nur an der Hauptstraße auf dem Radweg. War jetzt nicht mehr so toll, aber jetzt bin ich wieder auf Nebenwegen. Vielleicht bleibt es jetzt wieder so. Hier bin ich schon wieder in Jeseburg, ja, aber da fahre ich auch wieder dran vorbei, diesmal auf der anderen Seite. Jetzt kommen wir langsam wieder raus ins platte Land. Die Lüneburger Heide habe ich wieder verlassen. Das sind auch nur noch 14 Kilometer, gar nicht mehr so weit. Jetzt durchfahre ich die Orte, die man eigentlich immer nur auf der Autobahn liest, als Bezeichnung der Kreuze auf der Autobahn. Zum Beispiel das Horst, der Dreieck und auch das Maschener Kreuz. Das kennen vielleicht einige, wenn sie von Süden Richtung Norden fahren oder umgekehrt auf A7, dann liest man das immer. Und man merkt ja hier, es ist doch sehr idyllisch. Die Autobahn ist ja doch eingehaust sozusagen. Deswegen merkt man da nicht viel von. Thank you.
Kurz hinter Maschen gibt es eine Umleitung auf diesem Radweg, weil die Brücke über den Maschener Rangierbahnhof, die Dekatürbrücke, gesperrt ist. Aber so richtig ausgeschildert ist das nicht. Aber ich habe es ja im Internet gesehen. Das ist eigentlich schon seit Jahren. Aber das hier ist, die Umleitung hier ist nicht so gut ausgeschildert wie der andere vom Rest des Weges. Ja, da drüben ist sie, die Dekatürbrücke. Schon seit 2016 geschlossen, gehört aber der Bahn und deswegen kommt auch so schnell kein Ersatz her. Hier ist auch richtig gut abgesperrt. Man sieht da oben, ist richtig Gitter. Also da ist kein Durchkommen. Keine Chance. So wie es aussieht, gehen die letzten 3 Kilometer hier immer an der Seewe entlang. Sehr schön. Ja, schade, dass die Sonne nicht scheint. Im Frühling sieht das vielleicht auch nicht ganz so grau aus, aber ich mache auch Winterradeln. Das macht auch Spaß. Gerade bei so einem Wetter wie heute. Wenig Wind und einigermaßen warm. Sehr schön. Da bin ich doch an der Elbe wieder angekommen. Ja, der Radweg, der Seewe-Radweg, der hat mir echt gut gefallen. Besonders die Hinstrecke auf der Westseite, die war sehr schön gelegen, sehr schön geführt, war echt toll. Ja, auf dem Rückweg waren mehr Straßenanteile, war aber auch okay. Ja, das war ein Weg von 97 Kilometern. Wie gesagt, man muss ihn ja nicht in ein Stück abfahren, man kann ihn auch in Ringen abfahren, wie es hier so eingeteilt ist. In 3 Stück, 32, 33 Kilometer. Also man muss nicht so sportlich fahren wie ich. Also mir hat er sehr gut gefallen. Auch bei diesem Wetter, heute Morgen war ja noch schön Sonne, aber jetzt ist grau. Ja, aber kaum Wind, so 9 Grad, also für Anfang Februar war das eigentlich sehr gutes Radfahrwetter. Wenn man bedenkt, morgen um diese Zeit soll der Orkan Sabine hier toben. Ja, das kann man kaum glauben. Es ist wirklich Ruhe vorm Sturm. Also mein Fazit ist auf jeden Fall, das hat sich gelohnt heute. Die Wegbeschaffenheit war auch eigentlich okay. Schotterwege mal. Nachher auf dem Rückweg mehr Straße. Aber da waren auch immer noch schöne Abschnitte dazwischen. Ja, die Beschilderung war vielleicht mal hier und da mal. Fehlte vielleicht mal ein Schild. Aber allgemein war es eigentlich ziemlich gut. Also vielleicht mal eine Möglichkeit abzufahren. Ja, ja, was soll man sagen? Dann mache ich hier jetzt Schluss. Ich hoffe, es hat dann auch heute gefallen, diese Radtour, dass ich schöne Bilder gemacht habe und euch das vermitteln konnte hier. Also, dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin, moin. Tschüss. Guten Morgen. Ja, nicht mehr dieses Jahr. Schön. Oh Mann. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, es ist wieder ein schöner guter. Oh Mann.
Super. Ging immer nur so